Der Hopfen kann das Herz leichter machen. Mit seinen Eigenschaften Unruhe, Stress, Ängste zu lösen, Schlafqualität zu verbessern, kann der Hopfen verständlicherweise das Herz fröhlicher, leichter machen. So sagt man sich. Wofür wird der Hopfen am häufigsten genutzt in diesem Land? Na, zum Bierbrauen. Freunde, da schau her. Ja, dann Prost. So, ich glaube nämlich, dass die Pflanzen einiges mehr auf dem Kasten haben. Wenn man sich mal den Helm lackieren möchte, gar kein Thema, habe ich überhaupt gar nichts gegen. Aber die Pflanzen sind mehr als ein Gewürz, um Bier zu brauen. Diese Bitterstoffe werden mit der Lagerung, mit der Zeit abgebaut und es entstehen ätherische Öle, die beruhigend auf uns wirken. Also wieder ein ganz klares Zeichen von der Natur. Hallo, Freunde, sammelt, trocknet, lagert. Es entstehen Drogen, von denen wir profitieren. Mahlzeit zusammen, ich bin Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und in diesem Video sprechen wir über wilden Hopfen. Um genau zu sein, sprechen wir über die Hopfenzapfen der weiblichen Pflanze. Das ist eine zweihäusige Pflanze. Und diese sind das Mittel der Wahl, wenn es um Stress, Unruhe, Angst oder Schlafstörungen geht. Darüber hinaus kann der wilde Hopfen das Haarwachstum fördern und wird aktuell in Verbindung mit Krebs, Alzheimer und Parkinson erforscht. Und für die richtigen Pflanzennerds unter euch, ein Hanfgewächs mit dem indischen Hanfverband, aus dem Haschisch gewonnen wird und anders als dieser, hallo, komplett anderes Wirkprofil, denn der Hopfen entspannt, ohne das Schlafzentrum im Gehirn zu beeinflussen. Wahnsinn, wahnsinnig wertvoll. Und los geht's mit der Botanik. Bevor wir da rangehen, ganz kurz zur Einleitung, sonst muss ich es wieder einblenden, weil ich es vergessen habe. Der Hopfen wächst ganz gerne in Auwäldern oder aber so wie hier, einfach am Wegesrand im Gebüsch. Er mag eine hohe Luftfeuchtigkeit, eine hohe Bodenfeuchtigkeit und Stickstoff im Boden. Mit Stickstoff haben wir kein Problem. Die Feuchtigkeit bekommt er aus dem Nebengarten, wo sehr viele Pflanzen stehen. Importierte Pflanzen, die gegossen werden müssen. Genau. So, und der Hopfen ist eine zweihäusige Pflanze, rankt sich an allem hoch, was er findet. Hier an einem Pflaumenbaum, so wie ich sehe. Genau. So, wenn du zu lange neben dem Hopfen stehen bleibst, dann, du weißt, rankt er sich bei dir hoch. Ich zeige euch ganz kurz, habe ich gerade ausfindig gemacht. Sehr schön, dass er hier wächst. Der männliche Hopfen, da ist er. Und zwar nicht mehr so schön zu sehen. Ich blende mal eine frische Rispe ein. Also die Blüten wachsen in Rispen. Und bei Frau Hopfen, sage ich mal, das war Herr Hopfen. Und hier haben wir Frau Hopfen. Und das ist ja das, was wir wollen. Ja, ne? Die Hopfenzapfen. Zieh mal dran. Ja, die Hopfenzapfen. Darauf sind wir scharf. Und Frau Hopfen hatte ebenfalls Blüten, bevor diese Zapfen entstehen. Diese Zapfen sind aus Blüten entstanden und diese wachsen in Scheinähren. Wir haben da hinten Rispen beim Herrhopfen und bei Frau Hopfen haben wir Scheinähren. Und daraus entwickeln sich die Hopfenzapfen. Die Blätter. Ganz kurz, die Blätter muss ich euch zeigen, weil ähnlich wie beim Efeu verändern sich die Blätter dieser Kletterpflanze. Ranggewächs, wie ihr möchtet. Hier haben wir ein junges Blatt. Und dieses junge Blatt ist herzförmig. Und aus dem herzförmigen Blatt wird ein gelapptes Blatt. Dieses hier zum Beispiel ist ein wenig älter und doppelt gelappt. Hier haben wir ein dreifach gelapptes Blatt. Und wenn wir dann ein viel älteres Blatt anschauen, so wie hier, da haben wir noch mehr Lappen. Ne? Insgesamt 3 bis 7 lappig sind die Blätter, die sich immer, wirklich immer, gegenüberstehen, wie hier zu sehen. Also gegenständig angeordnet sind. Die Ranken an sich sind natürlich, wie anzunehmen, mit Widerhaken besetzt. Und die Pflanze rankt sich immer rechts herum. Immer. Wirklich, ich habe noch nie anders gesehen. Nicht, dass ich es kontrolliere, einfach so gelernt, aber sieht gut aus. Rankt sich immer rechts herum und ja, wie eben schon gesagt, zweihäusige Pflanze. Die Zapfen haben wir nur an der weiblichen Pflanze. Und die Zapfen, da holen wir uns mal hier einen runter. Und ja, habe ich gehört. So, dann haben wir hier einen Zapfen. Ich habe auch Zapfen mitgebracht vom letzten Jahr und bei den Zapfen ist es so, in diesen
Deckblättern, Hüllblättern, die wachsen, um die Frucht einzuhüllen, die sich hier drin befindet. In diesen Deckblättern befinden sich Drüsen, die sogenannten Lupulindrüsen. Und Augenblick kurz. So, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe mal kurz das Stativ aufgebaut, und zwar um euch was zu zeigen. Also gesammelt werden die ganzen Zapfen, ganzen geschlossenen Zapfen. Und diese wachsen im Übrigen aus den Blattachseln heraus. Ist mir gerade noch aufgefallen, habe ich glaube ich nicht gesagt. So, ob diese ganzen Zapfen reif sind, seht ihr, wenn das Licht angeht, seht ihr, wenn ihr diese öffnet, dann schimmert es golden durch. Das sind die Bitterstoffe, und zwar die harzigen Bitterstoffe, die antibakteriell wirkenden harzigen Bitterstoffe, die die Bierindustrie nutzt, um ihr Bier ja geschmackvoll würzig zu machen und es länger haltbar zu machen. Genau, so. Und diese, das ist ganz interessant, hier haben wir mal so eine Lupulindrüse, so heißen diese Drüsen, diese Lupulindrüsen sind auf allen Tragblättern, auf allen Deckblättern sind Lupulindrüsen. Und die bilden dann so einen goldenen Schimmer. Und dann seht ihr, dass diese reif sind. Jetzt kommt was ganz Interessantes, und zwar die Natur, der absolute Boss. Diese Bitterstoffe werden mit der Lagerung, mit der Zeit abgebaut, und es entstehen ätherische Öle, die beruhigend auf uns wirken. Also wieder ein ganz klares Zeichen von der Natur. Hallo Freunde, sammelt, trocknet, lagert, es entstehen Drogen, von denen wir profitieren. Ganz genau. So sieht's aus. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Und dann habe ich noch ganz kurz Folgendes. Hier vom letzten Jahr Hopfenzapfen. Und wenn man so ein bisschen Gas gibt hier, dann sieht man, ich guck mal kurz rein, dann sieht man diesen goldenen Schimmer. Seht ihr das? Wie goldener Regen. Absolut Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch die ganze Sache ein bisschen nahe bringen. So, ich bin ganz kurz. Ich zeige euch nochmal die Pflanze. Sehr gerne. Und wir reden über Inhaltsstoffe. Und zwar, wie eben erwähnt, haben wir Hopfenbitterstoffe. Humulon und Lupulon. Die abgebaut werden zu einem beruhigenden Stoff. Genau. Zu beruhigenden ätherischen Ölen. Wir haben Proanthocyanidine. Sehr schön, oder? Wir haben Proanthocyanidine, wir haben Phenolsäuren und wir haben Flavonoide. Im Ganzen wirkt diese Pflanze antibakteriell und natürlich, wie zu Anfang erwähnt, beruhigend, schlaffördernd, appetitanregend und östrogenartig, weswegen sie auch bei Wechseljahrsbeschwerden angewendet werden kann. Genau. Indikationen sind folgende, und zwar Schlafstörung, auch Einschlafstörung, ganz, ganz klar, Unruhe, Angstzustände, Reizblase, nervöse Blase und die eben erwähnten Wechseljahrsbeschwerden. Genau. Wenn ich irgendwas vergessen habe, das checke ich nämlich immer zu Hause, dann werde ich es einblenden. So sieht's aus. Im Hopfen enthalten ein ganz besonderer und sehr potenter Inhaltsstoff, und zwar das Xanthohumol. Dieses Xanthohumol kann Krebszellen bekämpfen, und zwar in allen Stadien der Krebsentstehung. Super wertvoll. Vorbeugend nehmen. Nur so ein Tipp von mir. Darüber hinaus gibt es eine Studie, die zeigt, dass Xanthohumol deine Gehirnzellen schützen kann und Potenzial birgt, gegen Alzheimer und Parkinson vorzugehen. Die Natur wieder, Freunde. Und jetzt kommt die 1-Million-Euro-Frage. Wofür wird der hektarweise angebaute Hopfen in diesem Land am häufigsten genutzt? Wofür wird der Hopfen am häufigsten genutzt in diesem Land? Na, zum Bierbrauen, Freunde, da schau her. Ja, dann Prost. So, ich glaube nämlich, dass die Pflanzen einiges mehr auf dem Kasten haben. Wenn man sich mal den Helm lackieren möchte, gar kein Thema, habe ich überhaupt gar nichts gegen. Aber die Pflanzen sind mehr als ein Gewürz, um Bier zu brauen. Ganz, ganz sicher. Und darüber werden wir jetzt mal nachdenken. Ich werde jetzt mal reingehen und mal darüber nachdenken. Der Hopfen kann das Herz leichter machen. Mit seinen Eigenschaften. Unruhe, Stress, Ängste zu lösen, Schlafqualität zu verbessern, kann der Hopfen verständlicherweise das Herz fröhlicher, leichter machen. So sagt man sich. Warum das für unsere Gesellschaft wichtig ist in dieser heutigen Zeit, das versuche ich dir in den nächsten 2 bis 17 Minuten aus meiner Sicht zu erzählen. Ganz kurz, auf den Punkt gebracht.
der Gesellschaft fehlt es an Liebe. Das sieht man, wenn wir betrachten, wie wir unsere Umwelt, inklusive uns Menschen, Tieren und Pflanzen, behandeln. Da fehlt es an Liebe, und zwar ganz, ganz offensichtlich. Wenn ich so mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann sieht man an gewissen Plätzen, wie die Mülltrennung funktioniert und die Liebe zur Umwelt so läuft. Man sieht, Müll wird getrennt, links aus dem Fenster Plastik, rechts aus dem Fenster Pappe und die Flaschen liegen im Fußraum. So, kleiner Witz, aber ich wohne hier im Westen Deutschlands und da ist es gang und gäbe. Da kannst du keine 10 Meter fahren, auch nicht durch den Wald, ohne irgendwelche Müllreste zu sehen. Das ist traurig. Und woran liegt das, dass wir schlecht zu unserer Umwelt, zu den Tieren, den Pflanzen, die immer mehr an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden, wie ich auch mal in einem meiner Videos erzählt habe und Beweise gezeigt habe, dass es so ist, die größte Vielfalt auf Grünstreifen, neben der Autobahn, neben der Hauptstraße. Warum ist das so? Und das ist jetzt die Quintessenz dieser Nachricht. Uns fehlt es an Selbstliebe. Und dabei kann der Hopfen helfen, in Selbstliebe zu gehen. Denn der Hopfen hat nicht nur die von mir jetzt schon zweimal angesprochenen Superattribute, sondern der Hopfen dämpft auch den Sexualtrieb. Und das wiederum hilft dir, dich endlich mit dir selbst zu beschäftigen. Keine Romanzen mit dir selbst feiern, so meine ich das nicht. Das sollte keiner machen, denn das ist wieder gegen die Liebe. Dafür sind wir nicht gemacht. Du kannst deine Biologie ausleben mit deinem Partner, aber als erstes kommt die Selbstliebe und dann die Liebe. Die Liebe kommt von ganz alleine zu dir. Also, der Hopfen dämpft den Sexualtrieb, löst Unruhe, Stress, Ängste, fördert den Schlaf. Du hast den kompletten Fokus für dich, um dich auf dich zu fokussieren, in Selbstliebe zu gehen und damit Liebe in dein Leben zu ziehen. Denn du kannst nur deine Umwelt, Tiere, Pflanzen, andere Menschen, Nächstenliebe ausüben, wenn du dich selbst liebst, wie innen, so auch außen. Sei gut zu dir, du bist wertvoll, du bist eine wichtige Energie in dieser Welt. Ganz genau, so sieht's aus. Und um einen von euch vielleicht mit ins Boot zu holen, ich weiß, ich habe sehr viele ultra heftige Zuschauer und ich renne da wahrscheinlich offene Türen ein, aber um einen von euch ins Boot zu holen und vielleicht eine Freude zu machen, habe ich so eine Mischung, und zwar eine von mir empfohlene Teemischung. Baldrian, Hopfen und Melisse. Steht übrigens Liebe drauf. Und diese Mischung werde ich irgendeinem netten Kommentar zukommen lassen. Ich werde dann einfach kommentieren, werde mich entscheiden, werde diesmal ein paar Tage verstreichen lassen, nicht alles raushauen, so wie beim Weißdorn, so, nur solange der Vorrat reicht, sondern ich werde ein paar Tage verstreichen lassen, mir einen Kommentar raussuchen und diese Teemischung ins Land schicken. So sieht's aus. Kleinen Tipp noch von mir. Nicht nur in der feinstofflichen Welt muss das Herz leicht sein, sondern gerade die materielle Welt sorgt dafür, dass das Herz oft schwer ist. Die Entscheidung, die man trifft, was man so in der physischen Welt isst oder was man geistig konsumiert über Netflix oder Pornos zum Beispiel, muss ich immer wieder darauf hinweisen, auf gar keinen Fall Pornos schauen. Das ist das Gegenteil von Liebe. Es stumpft dich ab. Das macht was mit dir. Und das wieder loszuwerden, ist ultra schwierig. Es gibt Kulturen, die fassen sich nicht mal beim Hallo sagen an, weil sie glauben, dass sie Informationen des anderen aufnehmen und ihren Körper nicht irritieren möchten. Deswegen fassen diese sich nicht an, sondern begrüßen sich dann so mit beiden Händen, stellt ihr einfach gespiegelt vor, weil sie genau an solche Dinge glauben. Und was meinst du, wenn du viele Menschen umsonst Achterbahn fahren lässt, wenn ich das mal so ausdrücken darf, dann passiert da was. Du stumpfst ab und das ist das Gegenteil von Liebe. Keine Masturbation, nicht den Hormonspiegel durcheinander bringen, keine Pille nehmen, auf gar keinen Fall die Pille nehmen. Also erstmal, um die Masturbation abzuschließen, du erhöhst natürlich deinen Testosteronspiegel und dein Testosteronspiegel erhöht, sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Das wiederum führt zu mehr Selbstliebe, mehr Fokus. So, genau, deswegen solltest du deine Energie bei dir halten. Darüber gibt es Studien. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu den Frauen, ich kann euch nur, wie in 2-3 Videos schon mal gesagt, davon abraten, die Pille zu nehmen. Das ist nicht die Pille, das ist die Pille für den Mann.
eigentlich so. Nur, dass die Frau die Pille nehmen muss. Verstehst du? So? Tut euch das nicht an. Auf gar keinen Fall. Was ebenfalls nicht. Ich könnte jetzt die ganze Zeit dranbleiben. Ich sehe, die Uhr läuft da oben. Ich glaube, ich komme wirklich auf die 27 Minuten. Was ebenfalls nicht für Liebe spricht, ist die Tatsache, dass 40% der Haushalte in Deutschland Single-Haushalte sind. Wahnsinn. Wahnsinn, als ich die Zahl vor ein paar Jahren gehört habe, da wirklich ist mir fast mein Käsebrötchen aus der Hand gefallen. Nein. Also, Freunde, die Pflanzen, heute der Hopfen, können uns dabei helfen, in die Selbstliebe zu gehen. In diesem Fall halten unseren Körper und Geist zusammen. Und das ist wahnsinnig toll und so gewollt. So sieht's aus. Ich danke fürs Zusehen. Esst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Beschäftigt euch mit eurer Umwelt und auch mit euch selbst. Das war's von mir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Muss los. Ganz kurz zu den Teerezepten, Freunde, weil ich da sehr oft gefragt werde. Das ist der Hopfen, wie ihr wisst. Getrockneter Hopfen. Und dieser 1-2 Teelöffel auf eine Tasse kann bei Schlafstörungen, nervöser Unruhe, Angstzuständen eingesetzt werden. Macht das Herz leicht, wirkt krampflösend, antibakteriell. Dafür einfach 1-2 Teelöffel auf eine Tasse heißes Wasser geben, zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. In Kombination, das wird jetzt hier richtig Teleshopping, in Kombination mit Baldrian und Melisse wirkt er zusätzlich noch konzentrationsfördernd und psychisch ausgleichend. Sehr, sehr wertvolle Mischung und die konsumiere ich gerade auch, schmeckt sehr, sehr interessant, bringt ein bisschen Ruhe in den Tag, Ruhe in den Alltag, erhöht die Schlafqualität, sehr, sehr schön. Das ist das Mischlein, was ich unter euch verschenken werde. Genau. Dann nehmen wir wieder den Hopfen rein hier in die Runde. Der Hopfen zusammen mit Lavendel. Der Lavendel allein stärkt den Willen. Genau. Und in Verbindung mit Hopfen kann es gegen nervöse Erschöpfung vorgehen. Die beiden in Kombination. Genau. So, dann haben wir, da gilt Ähnliches, 1-2 Teelöffel der Mischung auf eine Tasse, heißes Wasser, 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, damit die Inhaltsstoffe nicht entweichen können. Dann haben wir die Brennnessel. Und die Brennnessel in Verbindung mit Hopfen kann, also diese beiden als Team, können gegen die morgendliche Müdigkeit vorgehen. Wenn du die nicht richtig abschütteln kannst, dann kann der Hopfen in Verbindung mit Brennnessel dagegen vorgehen. Zudem wird diese Kombination blutreinigend. Da gilt dasselbe, 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, 1-2 Teelöffel auf eine Tasse heißes Wasser. Ich hoffe, ich konnte damit helfen. So habt ihr ein paar Teekombinationen. Ich werde es beibehalten. Ich habe ja gesagt, irgendwann kommt ein Tee-Special, weil Kombinationen von unterschiedlichen Drogen sind der absolute Oberhammer. Und da werde ich irgendwann im Winter anfangen, 5 bis 10 Minuten Videos zu machen, wo ich Teerezepte bei bestimmten Beschwerden vorstelle. Der Traum vom Eigenheim, oder? Sei mal ehrlich. Ich geh jetzt mal rein. Hoffentlich ist da keiner drin. Oh! Das sieht aber gut aus. Hallöchen! Wahnsinn! Freunde, da ist eine Einbauküche drin. Der absolute Hammer!